um absoluten hammermäßigen Sex zu haben, gibt es so ein paar kleine Ticks. Ah? Tipps, Tricks, Tricks und Tracks. Nee, wie geht's nochmal? Da bin ich wieder. Um wirklich hammermäßigen Sex zu haben, gibt es so ein paar kleine Tipps, die du als Frau machen kannst, ohne dass dein Kerl in ein absolutes Wochenworkout für einmal Sex investieren muss. Als erstes ist es natürlich super wichtig, dass du deinen Kopf frei machst. Entspann dich, denk nicht darüber nach, wie schwabbelig du gerade aussiehst, in welcher Position. Ganz ehrlich, ich glaube, jeder sieht beim Sex einfach scheiße aus. Oder denk nicht darüber nach, wann du das nächste Mal mal wieder deine Fingernägel machen solltest. Entspann dich. Lass dich gehen. Und wo wir schon mal bei lass dich gehen sind und mach deinen Kopf frei, was in deinem Kopf passiert, bleibt in deinem Kopf. Das heißt, wenn du deinen Kerl nicht mehr ganz so geil findest, weil er eigentlich schon so ein bisschen Bierplauze bekommen hat, mach's dir schön im Kopf, stell dir Mr. Grey vor, wie er sich nackig vor dir macht oder wie er dich nackig macht mit seinen Blicken. Du bist völlig frei, lass deiner Fantasie auf jeden Fall freien Lauf. Das macht Sex auf jeden Fall immer noch mal aufregender. Um dein Sexleben generell ein bisschen aufzupeppen, ist die Variation ganz wichtig. Das heißt, du kannst verschiedene Orte ausprobieren, du kannst verschiedene Sexspielzeuge ausprobieren, einfach unterschiedliche Stellungen, die du vielleicht vorher noch nicht gemacht hast oder die ein bisschen akrobatisch aussehen. Also das funktioniert ja häufig nicht. Probier einfach verschiedene Sachen aus. Du kannst natürlich auch Sachen blöd finden, dann sag es einfach. Aber probieren, ne? Geht vor studieren. Bin ich schlau. Aua, es ist so heiß hier. Um immer noch ein Stück weit besseren Sex zu haben, ist es super wichtig, dass du dich bewegst. Also einfach wirklich da zu liegen wie ein Brett oder ein toter Fisch, das bringt es einfach nicht. Wenn du dich selbst bewegst, bringst du dich selbst in Schwung, hast mehr Bock und vor allem merkt der Typ auch, dass du Lust hast und das turnt ihn gleich viel mehr an. Das heißt, der Sex wird gleich besser. Beweg dich einfach ein bisschen. Und was natürlich auch super wichtig ist, sei wirklich nicht komplett egoistisch. Also ich weiß, isst man gerne und es ist ja auch dein Sex, der schön sein soll. Aber erst wenn du dich auch mit dem Typen auseinandersetzt und den irgendwie so ein bisschen verwöhnst, hat er auch richtig Bock, dir was Gutes zu tun und sich mit dir zu beschäftigen und deinen hammermäßigen Sex überragend, krass, großartig zu machen. Mit den Tipps sollte dein Sex auf jeden Fall viel besser und unvergesslich werden. Also das nächste Mal, wenn du Sex hast, denk an mich. Okay, wow, das ist irgendwie gruselig. Denk an meine Tipps. Und jetzt ist es wieder an der Zeit für die Singles der Woche. Auf der einen Seite habe ich die hübsche Lisa. Wenn sie ein Körperteil wäre, wäre sie auf jeden Fall die Augen, weil die einfach das Fenster zur Seele sind. Und da habe ich den Steffen. Wenn der Steffen ein Werkzeug wäre, dann wäre er auf jeden Fall eine Zange. Eine Zange kann man einfach für alles benutzen, wenn man Ahnung hat, die ich nicht habe. Wenn du einen von den beiden super süß, attraktiv, sexy ansprechen findest, kannst du beide auf jeden Fall einfach anschreiben auf jam.fm. Oder wenn du auch mit mir hier auf der Couch chillen willst, kannst du mich auch einfach kontaktieren. Schreibst du mir einfach, steht alles nochmal unten in der Infobox. Und dann bist du auch mit Single der Woche. Das war's mit Domis Quickie. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls so, lass auf jeden Fall ein Like da. Und falls du irgendwelche Anregungen hast, Themen, worauf du Bock hast, dass ich mal einfach drüber rede, post es einfach mal runter hier in die Kommentare. Ich freue mich auf nächste Woche. Donnerstag, 16 Uhr, einschalten. Mwah! Kisses to you. Goodbye. Domi. Immer Montag bis Freitag, 10 bis 15 Uhr auf Jam FM.